Hallihallo und recht herzlich willkommen auf dem Kanal Orbital Plays bei einer weiteren Runde Diablo 3 in Season 10. Aktuell bin ich im Akt 1 auf Qual 7 und ich möchte jetzt einfach hier mal wieder ein bisschen Kopfgeld einheimsen, weil ich ein bisschen was geändert habe. Einfach mal gucken, wie sich's verhält, weil der Mana-Verbrauch war mir zu hoch. Ich habe jetzt den Giftpfeil wieder reingenommen. Habe aber hier den Geistwandler noch mit drin gelassen. Muss man einfach mal gucken, wie sich das Ganze jetzt verhält, ob das wirklich gerechtfertigt ist oder nicht. Also der Build, den ich hier zusammengebastelt habe, der soll halt als Hauptschadensquelle Heimsuchung verwenden. Das habe ich so halt noch nicht gesehen, aber es scheint ja bis jetzt eigentlich ganz gut zu gehen. Ich weiß nicht, ob der Schaden später noch ausreichen wird. Wichtig ist ja, dass ich mehr als einmal treffe, damit der Schaden angebracht wird, sonst funktioniert der Build nicht. Ist ein bisschen schwierig, ihr seht es jetzt, so mache ich kaum Schaden. Aber wenn ich mit der Heimsuchung zweimal treffe, dann kriege ich halt Millionen angezeigt. Das reicht schon vollkommen aus. Mitten im So. Kampf. Euch gebührt Ehre. So, da fällt auch das ganze Zeug mal schnell um. Wir haben es geschafft. Bisschen was extra verdient. So, weiter geht's. Ja, sind ein paar Schreine hier, ein paar Schreine da. Ihr seht's ja, das ist im Prinzip einfach nur mal rechtsklicken und wenn's Mana mal knapp wird, dann kann man notfalls auch mal mit dem Pfeil reinhalten. Sobald die Heimsuchung einmal drauf liegt als solche, kriegt ihr da Millionen Schaden. Das reicht dann auch wieder. Ist zwar nicht so wie bei der Heimsuchung selber, dass dann dreistellige Werte dabei rauskommen, aber das klappt ja auch nicht immer. Geister heulen. Was ist das? So. Aber letzten Endes, es läuft genauso wie es soll. Und da gehen wir gleich weiter. Nicht lange zögern. Kostet alles nur Zeit. Und Zeit ist eigentlich so das Kostbarste, was ihr habt bei dem Spiel. Gegner stark sind. Ich ergebe mich nicht. Die Geister segnen mich.
Ja, das haut so schon hin. Also ich würde es jetzt auch nicht mal ändern, glaube ich. Durch das, dass der Hauptschaden dadurch kommt. Höchstens später dann, das muss man gucken, wenn man dann mal auf höheren Leveln spielt, mit anderem Equipment, weil dafür fehlt einfach aktuell noch der Schaden so ein bisschen. Ihr sterbt. Obwohl es jetzt eigentlich schon krank anhört, wenn ich mir hier die Schadenszahlen angucke, aber Qual 9, 10, 11, 12, das sind einfach abartig. Das hat mit dem, was man jetzt hier sieht, schon wieder nichts mehr zu tun. Da muss man dann einfach wirklich gucken, wo man bleibt. Also, mit dem Hexendoktor eine Million Schaden Ein echter Volltreffer. im Char-Screen muss das schon vorhanden sein, sonst wird es einfach nichts. Die Viecher haben einfach so viel Leben. Ich komme jetzt, glaube ich, auf 400.000. Das reicht aber halt im Leben nicht. Ihr sterbt. So, jetzt kommt die Flachzange. Komm. Ich fühle mich gesehen. Ja, voll was zu melden. Ja. So ist es eigentlich okay. War jetzt eher, er hatte eher so die Opferrolle. Muss man leider sagen. Ist aber nicht weiter schlimm. Dafür sind die Viecher da. So, egal was jetzt angezeigt wird, da oben geht's gleichzeitig noch. Also wenn sowas ist, macht's gleich mit, sonst müsst ihr später Keyruns machen. Das wird irgendwann langweilig. Weil bis ihr dann später mal die Es gibt ja Höllenfeuergeschichten Gerüchte, dass richtig die gemacht Lichtschwerter habt, zurück sind und du das bist kann eine sie. ganze Weile gehen. Doch wer sind diese großen blonden Krieger? Sie sehen ganz anders aus als die Kreuzritter, die vor 200 Jahren aus Travinsal loszogen. Die Bewohner der Ruinen dieser uralten Stadt vermuten, dass etwas Und ihr seht ja auch Ungewöhnliches schon, es gibt los ist. ordentlich Erfahrung hier. Ist jetzt nicht übermäßig, aber mitnehmen. Es geht ja relativ schnell in Anführungszeichen. Na klar, durchrennen wird schneller gehen, aber ihr kriegt hier ja einen richtig schönen Bonus mit. So, den Bonus lasse ich mir von dir bestimmt nicht wegnehmen. Ich brauche mehr Mana. Die Geister sind mir wohlgesonnen. So. Jetzt können wir die eigentliche Quest machen. Oh, da liegt noch was. So. Da nehmen wir dann auch mal unseren kleinen Turbo Booster. Ein paar Meter überbrücken. So, da standen jetzt relativ wenig rum. Das lohnt sich jetzt aber schon eher. Die Plünderer haben meine arme Frau und mich stundenlang dort unten festgehalten. Ich bin mir sicher, sie würde euch liebend gerne treffen und sich für eure Hilfe bedanken. Das ist nicht böse gemeint, interessiert mich gerade aber gerade null. Ich höre So. etwas, was mich bewegt.
wenn unsere Gegner stark sind. Ich ergebe mich nicht. So, kümmern wir uns erstmal um die drei große. So, das kleine Xox hier, das ist relativ schnell down. Ah, okay, gut so, weil da kommen nämlich schon die nächste. Schön. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall lohnenswert. Meine Kraft wächst gewaltig. Dann ist ja gut. So, in dem Fall ist es eigentlich relativ easy. Wir sind auf Ebene 1. Gut, das, was golden hast, die nehmen wir mit. Weil sowas frisst euch einen Haufen Zeit weg. Ja, genau. Klasse. Einmal nicht aufgepasst, zu viel gelabert. Ihr sterbt. So, jetzt haben wir eh keine Wahl. Jetzt müssen wir eh alles umnieten. Insofern jetzt gar nicht schlimm. So, da haben wir jetzt Glück gehabt, das ging ziemlich fix. Eine Station noch, dann haben wir es wirklich komplett, haben den Key noch abgefarmt und haben richtig ordentlich XP bekommen. Also ich bin selber erstaunt, muss ich zugeben. Für ein Qual 7 gab es jetzt eben ordentlich. Ich kann nicht noch mehr tragen. Aber das könnte auch daran liegen, dass wir echt Glück hatten, dass da so viele Mobs zusammenstanden, so wie hier. Und der Massaker-Bonus, der ist echt nicht zu unterschätzen. Weil immer viele sagen, ja, nee, Zeit. Das ist schön und gut, aber wenn ihr sowas kriegt, das ist ja eine Einladung, ne? Ich fühle mich gesegnet. Ihr seht ja, ich muss 75 Viecher umnieten und hab's jetzt im Prinzip schon hinter mir. Zweimal Massaker-Bonus einfahren, Thema erledigt. Naja. Bin überlastet.
Die Massaker-Boni sind definitiv nicht zu unterschätzen. Ich meine, wenn man es richtig anstellt, kriegt man bis zu das 2,5-fache. Das ist natürlich auch. Nicht noch mehr tragen. Was haben mich alles für ein Schrott? Da ist noch so Büchle. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Und zurück, das war's schon. Der Hauptmann von König Leoriks Armee lebte nur für. Ich finde es jetzt ganz okay, wir haben jetzt circa eine Viertelstunde gebraucht. Einen König mehr als ich. Selbst dann noch. Als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Wichtig ist, das Gelbe und das Blaue Zeug können im Prinzip direkt verkaufen. So dumm, wie sich's anhört, aber in der Regel, beziehungsweise im Ring, ja. Die Ringe kann man sich gerne noch angucken, aber der Rest ist in der Regel wirklich gut. Fangen wir einfach mal an. So, Inventar sieht danach gleich schon mal viel besser aus. Repariert haben wir auch gleich. Gut. Schlüssel habe ich gerade keinen, deswegen sammeln wir den einfach mal hier. So, was haben wir denn? Jetzt hoffe ich auch, dass der Ring wenigstens mal was Gescheites ist, aber ich hoffe die ganze Zeit den Spiel. Okay, wieder nix. Schade. Der Ring ist zwar jetzt nicht unbedingt Schrott, aber ja doch, den hält schon. Da gibt's ganz, 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 ganz andere Sachen. So, Höllenfeuerringe muss ich auf jeden Fall noch ein paar basteln. Es gab richtig schön EP. Das hat mich am meisten gefreut. So. Was wiederum bedeutet, mein Schaden ist jetzt wieder ein ganz klein bisschen angestiegen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.